17 Uhr und ganz genau 12 Minuten. In Menden-Lendringsen, da formiert sich im Moment Widerstand gegen die Sparpläne der Stadt. Um Geld zu sparen, überlegt die Stadt nämlich, die beiden Vogelvolieren im Freizeitzentrum Biebertal zu schließen. In diesen Volieren leben seit Jahren rund 70 exotische Vögel, zum Beispiel Sittiche, Kanarienvögel, aber auch zwei sprechende Beos. Die beiden Volieren im Freizeitzentrum sind ziemlich beliebt. Jeden Tag kommen da auch zigtausend Besucher hin. Nein, zigtausend sind es nicht, aber Besucher kommen hin. Und die Anwohner und Vogelfans aus Menden-Lendringsen, die wollen jetzt einen Förderverein gründen. Sie wollen durch Spenden den Neubau der Voliere ermöglichen und den Freizeitpark generell unterstützen. Hallo Coco, Chanel, guten Morgen. Coco und Chanel, die beiden schwarz-gelben Beos mit rotem Schnabel, sind heute irgendwie nicht in Plapperlaune. Vielleicht liegt's ja am nasskalten Wetter. Vielleicht aber auch einfach an meinem Radio im K-Mikro, das den beiden sprechenden Vögeln überhaupt nicht geheuer ist. Das ist wirklich wie bei Kleinkindern. Wenn sie es sollen, dann klappt es nicht. Normalerweise können die beiden Beos aber wirklich plappern wie die Weltmeister, erklärt mir Pflegerin Gabi Hönsch. Also hallo, Coco, was willst du? Und hallo, mein Schatz. Das macht die beiden Beos auch zu den heimlichen Stars im Freizeitzentrum. Seit Jahren bekommen die exotischen Vögel täglich Besuch von Familien und von Spaziergängern. Auch die Rentner Ludwig und Friedhelm sind erklärte Fans der Vögel. Die beiden, wenn ich jetzt morgens hierher gehe zum Wandern, dann begrüßen die mich erst. Damit die Vögel aber auch die nächsten Jahre weiter zwitschern und plappern können, brauchen sie dringend ein neues Zuhause. Denn die beiden Holzvolieren im Freizeitzentrum, die sind sichtbar in die Jahre gekommen. Es knirscht und knarzt an allen Ecken und Enden. Es ist alles Holz und die Mäuse können sich hier durchfressen. Es ist nicht richtig gedämmt. Und vor allen Dingen, es muss ein Quarantäneraum her, ne? Also ein Arbeitsraum, wo man was hinstellt. Sie sehen ja hier den engen Gang hier hinten. Das ist alles eigentlich nicht so ideal. Für so ein neues Zuhause, das rund 75.000 Euro kosten würde, hat die Stadt Menden aber kein Geld. Und genau deshalb soll jetzt der Förderverein gegründet werden. Und ein gutes Signal gibt es auch schon. Denn ein Spender hat bereits angedeutet, eine neue Voliere für die Vögel bauen zu wollen. Anja Haags, Menden. Für Radio MK. Dankeschön, Anja. Der Förderverein Freizeitzentrum Biebertal will aber nicht nur diese neue Voliere auf den Weg bringen. Auch das Freizeitzentrum generell liegt dem Förderverein am Herzen. Und es gibt auch schon verschiedene Ideen, wie dem Zentrum finanziell geholfen werden könnte. Zum Beispiel durch Vogelpatenschaften oder eine Grillgebühr im Sommer. Was da genau geplant ist, das hören Sie auch morgen früh hier nochmal bei uns bei Radio MK um kurz nach 7. Und es gibt auch eine Internetseite von dem geplanten Förderverein. Und der heißt, diese Internet Seite heißt http://provolierebiebertal.de. Wenn Sie da Infos brauchen, rufen Sie bei uns an 02371 79030. 100% die beste Musik.